In den Bergen de Cerro San Cristóbal, nördlich von Pachuca, befindet sich das Barrio Mágico El Arbolito mit einer Sammlung von Legenden, die über die Zeit hinweg erhalten geblieben sind. Seit mehr als 200 Jahren steht das Herrenhaus von Felix Gómez stolz als Bauwerk von großem historischen Wert da. Die Vergangenheit des Barrio Mágico El Arbolito konnte nicht verstanden werden, ohne die Bergleute anzuerkennen, die es geschmiedet haben. Aus diesem Grund ehrt das Bergmann-Denkmal diejenigen, die ihr Leben diesem Beruf gewidmet und die ersten Seiten seiner Geschichte geschrieben haben. Das Viertel glänzt mit seinen Wandgemälden, die als Erzähler der Geschichten fungieren. Beispiele dafür sind das Camino Real de la Plata und das Mis Raíces-Wandgemälde. Unter diesen künstlerischen Werken sticht auch im alten Theater von Bartolomé de Medina hervor das Wandgemälde, das dem ersten Stadttheater gewidmet ist. Die Gassen sind Teil der Atmosphäre des Barrio Mágico El Arbolito. Der Progreso Gasse, oder besser erkannt als Callejón de Loreto, dient als Weg zur Hacienda Beneficio de Loreto. Aber während der Nacht ist er der Protagonist einer Legende, in der Bergleute behaupteten, die Schreie von La Llorona zu hören. Beim Rundgang durch die zahlreichen der Nachbarschaft Legenden können Besucher eine erfrischende Pause um ein Pulque, das traditionelle Elixir, in das Cantina von La Roca de Oro, La Nueva Beta oder Don Q trinken, einer der ältesten von Pachuca. Der malerische Charme dieses wunderschönen Ortes schafft weiterhin Geschichte für zukünftige Generationen. Das Barrio Mágico El Arbolito erwartet Sie mit herzerfühlender Legenden, Farben, Geschmäcken und Aromen.